2 bis 93% der Fahranfänger kommen ja durch die Probezeit ohne jedes Problem. Fahranfänger wissen, je höher die Geschwindigkeit, desto länger der Bremsweg. Bisher galt auch, je weniger Erfahrung hinter dem Steuer, desto teurer die Versicherung. Die Regel zum Bremsweg gilt immer. Für Versicherungen gilt neuerdings wieder, Nachfragen belebt das Geschäft. Es wäre schön, wenn tatsächlich nur so wenig Fahranfänger einen Unfall hätten, wie es Gebhard Heiler gerade meinte. Die Statistik der Autoversicherer sagt jedoch etwas anderes aus. Demnach sind es weniger als 70% der Anfänger, die das erste Jahr ihrer Fahrpraxis ohne Schaden zu Ende bringen. In unserem Münchner Studio begrüßen wir nun Wolfram Schirmann. Herr Schirmann, Sie sind der Erfinder der Formel S. Worauf begründen Sie Ihre Ausbildungsmethode? Das sollte man statt erfinden, entwickeln sagen. Denn vieles, was ich dort in der Formel S zusammengetragen habe, gab es bereits. Ich mache mich nicht anheischig, das Rad neu erfunden zu haben, das Feuer entdeckt oder eine Videokamera konstruiert haben. Auch hat der Dr. Munsch in den 60er Jahren bereits von der Sensibilisierung der Fahrschüler und dem Verkehrssinn gesprochen. Das haben wir auch eingebaut. Natürlich auch unter Nennung des Namens von Herrn Dr. Munsch, den ich sehr verehre. Und so haben wir dann ein ganzes Gebäude daraus gemacht, wo ich, wie gesagt, lieber von entwickeln statt von erfinden sprechen würde. Würden Sie also sagen, dass die Ausbildungselemente der Formel S gar nicht neu sind? Die einzelnen Elemente sind nicht neu. Vieles davon ist ganz neu und auch von mir und auch von meinen Mitarbeitern erfunden worden. Aber viele Elemente sind schon bereits da, gab es bereits, sind von uns nicht erfunden worden. Neu daran ist, dass das Ganze, das Konzept in sich geschlossen ist, die Theorie und die Praxis deckungsgleich sind und der Schüler ein Feedback hat für seine Leistung, die schon, was er schon kann, was er noch nicht kann und was er noch lernen muss. Was sagen Sie dann aber zu der Kritik einiger selbsternannter Experten, es müsse erst noch bewiesen werden, ob Ihre Ausbildung tatsächlich zu der Verminderung der Unfallzahlen junger Fahrer führt? Hier scheint mir ein Irrtum vorzulegen. Wir wollen ja gerade beweisen mit unserem Modellversuch mit der Rheinland, dass es einen Zusammenhang zwischen Ausbildung und Unfallgeschehen gibt, und zwar im umgekehrt proportionalen Verhältnis. Je mehr Ausbildung, umso weniger Unfälle. Und wir wollen diese beiden Dinge doch bitteschön nicht vertauschen. Können Sie bitte dieses verkehrs- und lärmpsychologische Konzept näher erläutern? Nach Formel S soll der Fahrschüler mit allen Sinnen Autofahren lernen, er soll die fahrzeugliche Bewegungssprache kennen und er soll die Automatismen möglichst griffsicher und fußsicher, trittsicher einüben. Er soll auch die Gefahren im Vorfeld erkennen lernen und diese Dinge nicht erst in seinem späteren Autofahrer-Dasein, wo kein Fahrlehrer mehr neben ihm sitzt, praktizieren und dann ist meist nach dem Prinzip Versuch und Irrtum der erste Versuch, auch der erste Irrtum, und wenn er groß war, dann war es auch der letzte Versuch. Sehen Sie es eigentlich als vernünftig an, wenn sich ein Fahrschüler nach bestandener Fahrprüfung nie wieder fortbildet? Der Gesetzgeber schreibt in dieser Hinsicht zumindest nichts vor. Richtig. Wir können auch nichts vorschreiben. Wir können nur interessant machen, dass er nochmal nach der Ausbildung zu der Fahrschule kommt, wo er ausgebildet wurde, oder in eine andere Formel S-Fahrschule, dort sich einschreibt und nicht nur Sicherheitstrainings macht, sondern gezielt die Fahrausbildung nochmal durchläuft. Das wird ja nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, um auch den ökologisch richtigeren Fahrstil zu fahren, der mir auch pro Jahr bis zu 1000 Mark Geld einsparen kann. Nur so, denke ich, ist genug Anreiz geschaffen, dass er ein zweites Mal in die Fahrschule kommt, wovon ich sehr viel hatte. Sie sprachen gerade von ökologischer Fahrweise. Was kann man darunter im Hinblick auf die Fahrausbildung verstehen? Zunächst einmal, ökologische Fahrweise gibt es nicht. Jedes Anlassen eines Verbrennungsmotors erzeugt Abgase. Man kann nur von dem Komparativ sprechen, von der ökologischeren Fahrweise. Und da lässt sich vieles tun. Und der Fahrschüler soll bereits in der Ausbildung den richtigen Umgang, das heißt den sparsameren Umgang mit der Verbrennungskraftmaschine lernen. Nicht erst den sogenannten Normalstil und dann umlernen, sondern gleich das Richtige, nämlich den ökologischeren Fahrstil. Das heißt, er fährt mit geringer Drehzahl an, schaltet früh in die höheren Gänge und gibt bei Niederdrehzahl Vollgas.
Er schaltet den Motor bei der roten Ampel ab und durch all diese Maßnahmen, die durch diese drei Sätze nicht vollständig gesagt sind, erreicht er eine Spritverbrauch-Einsparung von bis zu 30%. Herr Schumann, eine letzte Frage. Einige Ihrer Fahrlehrerkollegen kritisieren die Flucht ins Grüne, bei der der Fahrschüler angeblich überfordert wird. Was sagen Sie dazu? Warum soll er in der Fahrschule überfordert sein, um es hinterher dann alleine besser machen zu können? Ich denke, man sollte in der Fahrschule vieles von dem schon mal vortrainieren, was später auf ihn zukommen kann. Und da gehört auch diese Flucht ins Grüne, die natürlich anders ausschaut, als es diese Kollegen immer interpretieren, von denen ich fast annehme, dass sie unser Kapitel J4 gar nicht durchgelesen haben. Zur besseren Erläuterung lese ich kurz einen Bericht eines ehemaligen Fahrschülers vor, der einen Unfall überstanden hat und behauptet, ihn nur gemeistert zu haben durch dieses Vortraining. Der Unfall fand am 25.04.91 statt und die wichtigsten Sätze lauten: Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Bus zu vermeiden, musste der Wagen des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein schwerer BMW, ein riskantes Ausweichmanöver ausführen. Es gelang ihm, dem Bus auszuweichen, dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schoss frontal auf uns zu. Das war's wohl, dachte ich. Trotzdem reagierte ich automatisch, bremste stark und versuchte, den Wagen nach rechts runter von der Straße zu bringen. Wie durch ein Wunder waren meine Schwester und ich unverletzt und konnten aus eigener Kraft lediglich mit Glassplittern in Haar und Mund das Auto verlassen. Ich bin überzeugt, dass neben einer Portion Glück nur der Versuch runter von der Straße, dieses Vortraining, dazu beigetragen hat, dass meine Familie vor einer Katastrophe bewahrt wurde. Dazu brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Vielen Dank für diese Informationen. Wie die ökologischere Fahrausbildung tatsächlich aussieht, das hat sich ein Fernsehteam von TV München vor Ort einmal angesehen. Vollbremsung auf Probe. Wer auf Krisensituationen im Straßenverkehr vorbereitet ist, fährt sicherer. Statt Formel 1 heißt das Stichwort auf dieser Piste Formel S. S für Sicherheit, versteht sich. Mit diesem Rezept für besseres Fahren schlägt die Fahrstunde neue Wege ein. Die kontrollierte Flucht ins Grüne auf dem Übungsprogramm. Nächstes Mal fangen wir mit einem ganz anderen Fahrstil an, dem ökologisch verträglicheren Fahrstil. Dort wird also geübt, dass wir mit Niederdrehzahl und Volllast fahren, dass wir mit sehr viel andere Einstellung zum Autofahren kommen und dass der Anfänger schon begreift, dass er bis zu einem Drittel Sprit sparen kann. Ökonomischer Fahren, das geht so. Also es ist so, dass er anfährt im ersten Gang mit 1200 Umdrehungen bloß, er fährt nur eine Wagenlänge, schaltet sofort in den zweiten und tritt das Gas jetzt fast ganz durch, schaltet auf den dritten und kommt niemals über 1800 Umdrehungen raus. Er bleibt also im Niederdrehzahlbereich, gibt aber da kräftig Gas, sodass er also genauso schnell wie die anderen ist, aber sehr viel sparsamer. Er spart Sprit, er spart Emissionen und er spart auch Lärm. Wir schalten nun live in unser Neusser Studio. Dort begrüßen wir Christoph Buchbender, Vorstand der Rheinland-Versicherungen. Herr Buchbender, Ihr Unternehmen fördert die Formel-S-Ausbildung durch günstige Versicherungstarife für Fahranfänger. Bitte erklären Sie unseren Zuschauern doch, warum sich die Rheinland so sehr für Formel-S engagiert. Rheinland als Autoversicherer fühlt sich natürlich seit langem dem Umweltschutz und der Verkehrssicherheit verpflichtet. Deshalb engagieren wir uns für Formel S, denn diese Ausbildung beinhaltet beide Aspekte, sowohl die Verkehrssicherheit als auch den Umweltschutz. Weshalb sind Sie erst jetzt damit herausgekommen? Immerhin mussten Fahranfänger ja auch bislang schon 175% Haftpflichtprämie bezahlen. Rheinland unterstützt Formel S bereits seit vielen Jahren. Allerdings war es uns aus rechtlichen Gründen bislang nicht möglich, für die Formel S-Ausbildung einen besonderen Preisnachlass in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zu gewähren. Erst die Freigabe der Versicherungsmärkte im Zuge der Deregulierung 1994 ermöglicht es uns, statt der üblichen 260% hier eine Einstufung mit 100% vorzunehmen. Im Übrigen sind wir der erste und auch einzige Versicherer, der diese verbesserte Fahrausbildung fördert und entsprechend honoriert.
Was die Sicherheit angeht, kann ich Ihnen folgen. Denn sicheres Fahren führt zu weniger Unfällen und damit für Sie als Versicherer zu weniger Kosten. Doch warum legen Sie als Versicherer solchen Wert auf das ökologische Element der Formel-S-Ausbildung? Für uns gibt es zwei wichtige Aspekte. Einmal glauben wir, dass wir angesichts der großen Umweltprobleme, die es gibt, und das Auto steht hier im Mittelpunkt der Diskussion, alles tun müssen, was eben möglich ist, um unsere Natur zu schützen. Zum anderen wissen wir, unter anderem durch Untersuchungen von Mercedes-Benz, dass die Autofahrer, die energiesparend und umweltschonend fahren, deutlich weniger aggressiv sind als andere, und dies führt letztlich auch zu deutlich weniger Unfällen. Seit wann gibt es die Rheinland-Versicherung eigentlich und in welchen Bereichen ist sie tätig? Die Rheinland gibt es seit 1880, also seit 115 Jahren. Wir bieten die gesamte Versicherungspalette für Privat- und Gewerbekunden an. Dabei sind wir in der gesamten Bundesrepublik Deutschland tätig. Wir verstehen uns als zielgruppenorientierter Versicherer, der in der Lage ist, den individuellen Versicherungsschutzbedürfnissen der Kunden mit seinen Produkten zu folgen. Zielgruppenversicherer, können Sie uns dafür ein Beispiel nennen? Rheinland Auto Plus, ein Produkt, das auf junge Familien abzielt, die einen Unfallvorsorgebedarf haben, der recht hoch ist und in aller Regel ein geringes Einkommen zur Verfügung haben. Wir bieten hier einen preisgünstigen Unfallversicherungsschutz für die Familie und für das in der Familie vorhandene Kraftfahrzeug. Herr Buchbender, vielen Dank für dieses Gespräch. Bleiben wir noch ein wenig bei den Kosten der Autoversicherung. Unsere Kollegen von der ZDF-Sendung Wieso haben uns dazu folgenden Bericht zur Verfügung gestellt. Fast alle der 130 deutschen Assekuranzen bitten Fahranfänger zu Beginn mit einer 260% Prämie zur Kasse. Zwar sind die Versicherungstarife dank Europa inzwischen generell freigegeben, jedes Unternehmen kann seine Tarife damit selbst festlegen, doch die Branche folgt bei der Haftpflichtprämie lieber einer Empfehlung des Dachverbandes. Nicht ohne Grund. Wir haben durch langwierige und sehr umfangreiche statistische Untersuchungen festgestellt, dass Fahranfänger nicht nur deutlich mehr, sondern auch teurere Unfälle verursachen. Der bisherige Beitrag von 175% reichte nicht aus, um diese Schäden auszugleichen. Um alles bezahlen zu können, ist nun leider ein Beitrag von 260% erforderlich. Selbstüberschätzung und mangelnde Erfahrung. Die Anfänger hinterm Lenkrad verursachen dreimal mehr Unfälle als andere Autofahrer. Und das Jahr für Jahr. So liegt ein Haftpflichtschaden bei durchschnittlich 6.300 Mark. Ein Rekordwert. Für die Versicherer Grund genug, an der Prämienschraube zu drehen. Wiesbaden vor zwei Tagen. Eine Fahrprüfung mit Happy End. Bei Thorsten Köcher hat's auf Anhieb geklappt. Kurz nach dem 18. Geburtstag gibt's den Führerschein. Der nächste Wunsch steht schon fest. Erstmal ein Auto kaufen und danach sehen wir weiter. Das erste eigene Auto ist schnell gefunden. Ein günstiger Gebrauchter. Jetzt muss auch noch die Haftpflichtversicherung bezahlt werden. Für Fahranfänger ist sie seit Januar noch teurer als bisher. Die Einstiegsprämie liegt bei stolzen 260%. Für einen VW Golf mit 55 PS zugelassen in Wiesbaden zahlt ein Fahranfänger bei einer großen deutschen Versicherung 3.495 Mark im ersten Jahr. Bisher lag die Prämie bei 175%. Also ein Preisaufschlag von 1.142 Mark für das erste Jahr. Blitzschnell bremsen und ausweichen im richtigen Moment. Mancher Anfängerunfall wäre so vermieden worden. Bei der Fahrschulmethode von Wolfgang Schirmann werden solche Gefahrensituationen schon vor dem Verkehrsalltag geübt. Die gemeinsame Auswertung jeder Fahrstunde gehört dazu. Wer alle Prüfungen in Theorie und Praxis mit der Note gut besteht, bekommt am Ende den sogenannten Öko-Turbo-Schein, gemeinsam entwickelt mit einer Versicherung. Turbo steht hier übrigens für die Leistung im Kopf. Mit diesem Schein gibt es nur bei der Rheinland-Versicherung in Neuss ein Sonderangebot. Die Haftpflichtprämie startet sofort mit 100%.
Wir denken, dass eine bessere Ausbildung einfach auch zu einem besseren Fahrverhalten führt und wir somit einen geringeren Schadenbedarf haben oder besser die jungen Leute mit einer geringeren Prämie auskommen. Und das ist unser Motiv. Ob die Rechnung aufgeht, weiß man frühestens am Jahresende. Dann kommen bei der Rheinland-Versicherung die Unfallrückmeldungen auf den Tisch. Im Zusammenhang mit der Formel S taucht immer wieder das Argument auf, diese Ausbildung sei teurer. Die Mehrkosten dafür, das haben wir in den Berichten gesehen, werden letztlich ja von Rheinland durch den beachtlichen Rabatt in der Haftpflichtversicherung getragen. Wenn Sie, liebe Zuschauer, mehr über die Formel S-Ausbildung wissen wollen oder aber sich interessieren, wo die nächste Formel S-Fahrschule sich in Ihrer Nähe befindet, wenden Sie sich an den Formel S-Fahrlehrerverlag oder an die Rheinland-Versicherung in Neuss. Die Adressen blenden wir gleich ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine sichere und unfallfreie Zeit. Auf Wiedersehen.